Nach den Spielen ist vor den Spielen. Kaum ist der olympische Jubel verhallt, träumen schon die paralympischen Wintersportler von Medaillen in Südkorea. Auch die blinde Biathletin Clara Klug aus München, die ihren ersten Paralympics entgegenfiebert. Mein Kollege Klaus Jakob hat die 23-jährige Studentin zu Hause und beim Training begleitet. Der Blindenstock ist ihr Begleiter und hilft Clara Klug auf der Suche nach dem sichersten Weg durch die Stadt. Dieser Weg kann aber oft beschwerlich sein. Ach ja, wenn man den fünften Fahrradständer mitnimmt, die zweite Laterne am Tag am Kopf hat und einen schon wieder jemand anlangt, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man nicht mehr ganz freundlich reagieren kann. Wir besuchen sie zu Hause. Dort trainiert sie jede freie Sekunde neben ihren Studienarbeiten. Zu gerne würde Clara ihren Mitmenschen in die Augen blicken. Wenn Menschen sagen, die Blicke treffen sich, das ist etwas, was ich mir schon oft habe erklären lassen und immer noch nicht recht begreifen kann, wie das aussieht. Clara hat eine Netzhauterkrankung, die zur Erblindung führt. Aber das hindert sie nicht bei ihrer Leidenschaft Biathlon. Immer an ihrer Seite Begleitläufer Martin Hertel. Blindes Vertrauen und klare Kommandos über ein Mikrofon am Kehlkopf von Martin sind wichtig in der Loipe. Drei. Schießen ist für sie die größte Herausforderung. Die Scheiben, die 10 Meter entfernt sind, kann sie nicht sehen. Aber das Gewehr ist über ein Computersystem mit den Zielscheiben verbunden. Clara schießt nach einem Tonsignal. Je höher der Ton, desto weiter bin ich im Zentrum. Der allerhöchste Tinnitus-Ton, das ist dann der Treffer, dort sollte ich abdrücken. Wie schwer das ist, habe ich ausprobiert. Mit einer abgedunkelten Brille. Ich bin völlig überfordert. Nur mit der Expertenhilfe von Martin und Clara komme ich durch. Und lande einen Glückstreffer. Oh, das war ein Treffer! Ja! Wahnsinnig! Ja. Jetzt am besten sofort aufhören! Das Duo geht am 10. März im Sprint an den Start. Für Clara eine Premiere. Also man kann auf jeden Fall erwarten, dass ich alles gebe, weil dafür fahre ich hin. Wenn alles passt, dann eben auch ein Podestplatz. Die Farbe wäre ihr egal. Hauptsache ihre Medaillensammlung würde Zuwachs bekommen. Die Koffer sind fast gepackt. Am Sonntag geht's ab nach Südkorea. Toll, wir drücken die Daumen und der Klaus guckt natürlich auch dort zu. Logisch. Das war's von uns. Jetzt